versteckt. Haben die keine Norm dafür? Das? Zeppelin-Überfall. Na toll. So, was war denn jetzt los hier? Hä? Das war gerade so, als würden wir irgendwie entweder auf die Mütze kriegen oder gerade noch eine Runde sterben. Das war jetzt ein bisschen abenteuerlich. War das immer mal so rot irgendwie, wenn dem die erzählt hat? Merkwürdig. Zack. Mal kurz dem Händler einen Besuch abstatten. Wegen Rauchbomben, wisst ihr? Ach, da ist wieder im Gebäude. Naja, egal. Lass doch mal los, verdammt! Na mach doch mal! Na gut, wenn wir das jetzt nicht gespielt hätten, dann hätten wir natürlich die ganze Erzählung von der... Na, wie heißt sie? Von der ersten Zivilisation da verpasst. Aber ich komme jetzt gerade nicht auf ihren Namen. Blöderweise. Hey, Chefe! Na komm. Spionage der Apothekerzwillinge. Okay. Die Apothekerzwillinge haben es auf Triagezentren abgesehen, die sich um den Überschuss an verwundeten Soldaten aus nahen Krankenhäusern kümmern und nutzen das Chaos des Krieges für ihre bizarren Experimente. Eine der Spioninnen tarnt sich wohl als Schwester in einer Einrichtung in der Nähe. Sie hat Blutproben in seltsam anmutende Würfel abgefüllt und diese an einen unbekannten Komplizen ausgehändigt. Vielleicht gelingt es ihnen ja, ein verdächtiges Treffen zu beobachten. Viel Glück. Okay. Nein! Wo willst denn du hin? Du solltest aufs Nachbargebäude. So, wo muss ich hin?
Hey, sag mal, geht's noch? Das sind genauso scheiße wie die Cops im normalen London mit ihren blöden Schlagstöcken. Nein! Scheiße. Oh, Alter! Jetzt müsste ich zweimal Medizin packen, um wieder in die Tropfen zu gehen, und das war jedes Mal richtig knapp. Leck mich doch am Ärmel, ey. So eine Drecksäcke. Erzählt mir die Troller nicht. Merkwürdig. Ich weiß jetzt gar nicht, war das die Minerva, die uns da vor uns immer mal was erzählt hat. Ne, warte mal. Na, ist egal. Perfekt. Ah, scheiße. Das hat sich jetzt nicht mehr geschoben. Okay, das ist gerade mal gut gegangen. Wo ist die Truhe? Soll man damit machen? Ja!
irgendwas zu stören? Kann das sein? Stellt zur militärische Ausrüstung der Spione zu stürmen. Ah. Alles klar. Das machen wir doch. Achso, die Truhe wollte ich, die Bettruhe wollte ich noch einsammeln. Leg weg! Also hätte er hier mal nicht ausführt, wenn ich eine Taste drücke. Oder die. Dritte militärische Ausrüstung. Ah, da. Okay. Dann nehmen wir das doch mit. Habe ich das Ding jetzt gerade eingeschaltet? Nee, das ist Dynamit. Ich will wissen, wo die Truhe steht. Hä, da oben? Okay. Unsere Bemühungen führten zu nichts. Im Jahr 2306 des ISO-Zeitalters
traf die Sonne meine einst große Zivilisation mit voller Wucht. Ich perfektionierte die Arbeit von Konsus und machte sie mir zu eigen. Ich rettete die Essenz von Aitas Brillanz und fügte sie in die DNA eurer rebellischen Art ein. Ich überließ ihnen einer unbekannten Zukunft, um wiedergeboren zu werden. Wieder und wieder. Ich kehrte zum großen Tempel zurück. Ich legte meinen physischen Körper ab und betrat das Grau. Doch die sture Minerva und der närrische Jupiter entdeckten mich und versiegelten den Tempel. Eingeschlossen wartete ich, bis mir eure Technologie eine Rückkehr ermöglichen würde. Das Warten hat nun fast ein Ende. Das ist doch die Minerva. Aber wie heißt die verdammte Frau? Müsste ich eigentlich wissen. Ach, dieser scheiß Zwang, Sammelzwang. Schlimm, schlimm, schlimm. Sechs von zehn. Das ist ja schon richtig krass. Wir hatten ja was markiert. Ach.
war's schon. Man löst diesmal bloß zwei Wellen. Okay. Ich hatte nämlich erst gedacht, weil ich eigentlich bei Schießereien dann doch eher lieber aufs auf die Maus wechsle. Da hatte ich schon den Eindruck gehabt, wenn ich bei den Schießereien mit der Maus steuere. Ach Leute, lass mich mal wieder da hoch, hä? Ich hatte den Eindruck, wenn ich mit der Maus steuere, dass ich da irgendwie in dem Moment, wo die in den Sturzflug übergehen. Sag mal, packst du mal deinen Greifhaken aus, Fräulein? Ja, da habe ich nämlich den Eindruck gehabt, wenn die in den Sturzflug übergehen, dass ich dann nicht mehr schießen darf. Aber das war jetzt beim Kämpfen das gleiche. Schon mal satt hier. Boah, die stecken ein. Ja, die kommen einfach mal hier. Ja. Steckt da was ein, die Typen, das geht gar nicht. Fähigkeitspunkte und können gar nichts mehr damit anfangen. Weil, wie wir sehen, sehen wir nichts. Nee, Quatsch, ich wollte eigentlich... Hä? Wieso gibt's hier keine Ausrüstung? Keine Ausrüstungskategorie. Das ist ja merkwürdig. Ja, natürlich musst du 2 cm neben das Boot springen, du Volltroller. Der 18. von 40.